Lass uns eben rüber. Hey, Buch und Text vorbei. Weg! Mein Gott. Ja, bist du dumm? Ja, hey. Da gibt es ein Anstrengungsprogramm. Da fahre ich wieder. Ja. Oh Mann, das ist ganz schön Schwein gehabt, ne? Ja, Gott sei Dank, ey. Ja. Ich wollte schon sagen, obwohl, wir hätten direkt zu mir gehen können und dann ohne Ende Gel holen können, wenn wir kein Problem hätten. Dann hat sie mir auch kopiert, das Ding, ne? Also, falls, da guckt ihr, da könnt ihr ja wohl merken. Wo geht's nach unten? Haben wir da keine Geldwettgabe gegen Bonk? Wollt ihr jetzt alle wieder hin? Zu Frank Tolle. Boah, was rennen die denn so? Coop! Wir sind in die Richtung. Sind alle in die Richtung gegangen. Ja, wir aber nicht. Hier nicht. Wo ist denn jetzt hin? In die Richtung. Ja, was ist denn da? Okay, erzähl mal, was du gemacht hast bei der Party. Ja, ich habe das Sponsoring organisiert. Ich habe letztendlich ist es auch noch mal so, dass ich ja Chesterfield und Red Bull. Und letztendlich ist darauf hinausgelaufen, dass ich Plakate angeklebt habe und Flyer gemacht habe, also Promoting und Sponsoring, weil ich bin zuständig, denke ich mal. Alleine? Ne, mit Coop zusammen haben wir das gemacht und halt gegebenenfalls hat Thomas dann noch mitgeholfen. Aha. Und was sagst du zu der Organisation bisher? Schlampig und chaotisch. Ja, ist aber letztendlich funktioniert alles und ist auch okay. Also ich will keine Illusionen. Wo gehst du jetzt hin? Gut gelaufen, wir müssen hier runter. Okay. Wo gehst du jetzt hin? Ihr wollt hier die Theke an der Post. Aber nicht an die Wand, oder? Da wollte ich sowieso hin. Hallo, keine Fotos, keine Fotos. Christina, was hast du denn an der Fete gemacht? So mitgeholfen? Ich habe über den Kameramann verprügelt. Nee, komm, mach mal kein Blödsinn, mach mal ernsthaft, ja? Bitte, mach mal, sag mal. Ich habe zum Beispiel stundenlang auf die Plakate gewartet. Ich habe gerade mit den Idioten von der Soziologie telefoniert. Wieso, was machst du mit denen? Ich will mir das anders vorstellen mit den Interviews, wollen. Das müssen wir nochmal üben, glaube ich. Ja, so willst du denn jetzt überhaupt hin? Nein, ich habe mich noch nicht... Ich folge euch unauffällig. Ja, weißt du, wo geht denn jetzt überhaupt hin? Sag doch mal was. Geht doch nicht der Uni in die Haus, das geht in die Halle neben. Kommst du heute Abend auch zur Jura-Party? Nee. Warum das? Echt? Bitte, was? Raus! Oh, geoutet! Ich hab sie drauf, okay. Wollt ihr ein Foto vormachen? Die Politik hochgucken. Bürger und Senat von wo? Reform ist der Feind jeglicher Revolution! Sag mal was! Peace! Peace and Beer, würde ich sagen. Aber nicht für dich. Wir leben ganz klar einen Vorteil, ne? Drücken auf, Wolle machen. Bist du kälter eigentlich auch aufgenommen mit deiner Kamera? Ich glaub nicht, ey. Einfach an die Theke. Ey, jetzt möchte ich mal sagen, das gibt noch das totale Chaos. Habt ihr Mülldecke? Nein, wir haben keine Mülldecke. Hat ihr mein Brettchen gekauft? Na ja. Verlass dich lieber nicht darauf. Wo machen wir die Red Bull Bar hin? Nee, das war auch für uns schon klar. Also, ich meine, die hat keiner was gemacht. Nur heute fangen wir alle an, den Wichtigen zu spielen. Guck, und ich wusste, wo es lang geht.
Natürlich, das ja, ist halt trotzdem. Das ist richtig, das ist richtig. Ja. Okay, dann lass uns mal über rausgehen. Ja, trotzdem reden wieder alle so, ja, wir müssen das noch machen und das noch machen und ja, das sind Brettchen und Müllsäcke. Ja, nein, das ist ja klar, hast du gerade gesehen, ja, wo kommen jetzt die Bars hin? Da wusste wieder keiner, wo das alles hingeht. Nein, es sind nur organisatorische Sachen. Das ist die falsche Richtung, Kollege. Dass man einfach mal klar macht, wo die Bars jetzt hinkommen. M gibt's nicht. Schreibst du eben Sandra? Sandra, wie heißt du weiter? XXL, ja. Warte, bleib mal stehen. Ich muss mal nah dran zoomen. Sandra, wie heißt du weiter? Feldmann. Feldmann. Halt mir mal ein Feldmann. Meinst du auch? Wie eine Zwiebel. T-Shirt, lange Zwiebel im Rollkragen, Kollege. L. M gibt's nicht. Muse. Wolltest du auch L haben? Wollte noch jemand L haben? Vergiss es, du kriegst gar nichts. Einmal XL. Warte. Wir tragen alle Namen ein. Dirk? Ich habe mich ganz Spaß angezogen. Denkst du noch an mich, Muse? Muse. Oh, du meinst, ich muss es schlechter. XL. Schrei doch mal. In der Party. Ja, also ich habe diversen Dinge gemacht. Ich habe mich um den Sicherheitsdienst gekümmert und Plakate aufgehängt und Werbung und so. Und allgemein bei der Organisation mitgeführt. Das ist kein Spaß. Was heißt jetzt genau Sicherheitsdienst? Also Sicherheitsdienst, ja, ich habe halt den Ordnungsdienst organisiert, also sprich, die Listen gemacht und so und überlegt, wie ich die ganzen Leute aufteile, ich alles mache. Wie viele Leute hast du dafür? Erste Schicht 15, zweite 8 und letzte Schicht leider nur 3 Leute, guten Morgen. Meinst du nicht, dass das ein bisschen wenig ist? Ja, aber ich kann es leider nicht ändern. Natürlich ist es viel zu wenig. Was hältst du denn überhaupt von der gesamten Organisation? Wer war denn deiner Meinung nach der Chef oder an wen konnte man sich wenden, wenn es irgendwie Probleme gab? Es gab jemanden, der meinte, der Chef zu sein, aber es hat leider nicht ganz geklappt.
weil er sich zu viel Arbeit aufgebürdet hat. Und du meinst, dadurch ist das alles ein bisschen, also zu viel Köche verderben die Suppe praktisch, so ungefähr? Nee, jeder im Gegenteil, also einer meinte, alles machen zu können und das klappt natürlich nicht, weil so eine große Party kann nur, ja Musel jetzt, also das Besondere, weil ich hier das Gefühl, dass Musel, also versucht hat, zu viel an sich zu reißen und dass deshalb, also viele Sachen halt vergessen und beziehungsweise nicht so erledigt wurden, wie es möglich gewesen wäre, wenn es aufgeteilt worden wäre. Okay. Aber ich denke, dass so eine große Party nur organisiert werden kann, wenn man sie das aufteilt. Okay. Was war deine Aufgabe bei der Party? Ich habe sozusagen das Obermanagement gehabt zusammen mit Jeppe und Thomas und ja, den halben Musel, aber Musel hat alles gemacht und auch nichts. Wofür hast du dich denn ursprünglich gemeldet? Was war denn dein Aufgabenbereich? Ich glaube Werbung, also so Sponsoren suchen und sonst nichts. Und wen habt ihr da bekommen? Ja, Philipp Morris, die mit Chesterfield bei uns Werbung machen und Red Bull. Mhm. Und Detmolder und RAR. Glaubst du, dass du deinen Job gut gemacht hast? Nochmal? Glaubst du, dass du deinen Job gut gemacht hast oder dass das alles so läuft? Ich meine, wir werden wahrscheinlich einen großen Anschiss vom Rektorat bekommen, für die Sponsorenstände, aber sonst... Weil das offiziell nicht genehmigt werden darf, oder? Weil das nicht erlaubt ist. Ja, es ist ja erlaubt, aber nicht offiziell. Aber vielleicht übertragen wir es, aber das werden wir am Ende sehen. Abmachen. Ah, Jacke. Was war dein Job bei der Party? Naja, sagen wir so, ich habe mit Group zusammen das Management und das Sponsoring, Promotion und auch sonstiger, also ein Mädchen für alles eigentlich. Angefallen, das habe ich gemacht. Also im Endeffekt hatten wir so das Oberkommando, zusammen mit Thomas und Musel halt. Also die anderen haben gesagt, dass Musel sehr viele Aufgaben an sich gerissen hat. Denkst du da genauso drüber? Ja, nicht an sich gerissen, er hat viel übernommen und weil es halt so eine Fülle war, hat er halt viel nicht geschafft hinterher. Was aber jetzt letzten Endes war zwar ein bisschen nervig auf die Dauer, aber vorher und jetzt im Endeffekt ist es aber ganz gut gelaufen, weil alles geklappt hat. Ob es wirklich alles geklappt hat, das wird sich wahrscheinlich morgen früh gezeigt haben. Aha. Können wir mal eben unterbrechen? Was ist denn? Wo ist denn der Hausmeister? Was ist ich denn? Unten in dem Kabuff. Wer ist eigentlich deine Lieblingsmitbewohnerin? Das ist natürlich jetzt eine Fangfrage. Ist Franz eine deiner Lieblingsmitbewohnerinnen? Ja, auf alle Fälle. Und Hella auch? Ja, Hella auch. Hella auch. Die beiden sind also die Liebsten. Ich denke, das ist eine gute Antwort, die aber eigentlich mit der Party weniger zu tun hat und auch zum Gelingen der Party. Aber ich muss sagen, also Franz hat regelmäßig bei uns angerufen und die Hilfe der beiden dann also angeboten. Gegebenenfalls werden sie auch mit Sicherheit eingefroren. Was sagst du denn überhaupt zum... Wie sind die beiden noch anwesend? Was sagst du denn zu dem Engagement der Erstsemester? Zu was? Zum Engagement der Erstsemester im Vergleich mit vor einem Jahr. Ich sag mal so, es gibt Sonne und solche halt. Also selbst schon. Die Carsten, Felix oder auch Nico, so, die haben eine ganze Menge gemacht. Und es gibt auch ein paar Mädels, die Plakate gemalt haben. Aber als wir die Listen verteilt haben, halt Audi Max, das war, die war mal unten nach 5 Minuten total überfüllt. Und jetzt ist es halt so, oh mein Gott, was ist das? War es halt so, dass wir halt 5, 6, 7 Mal hingehen mussten, Listen immer. T-Shirts, für diese wunderschönen T-Shirts hauptverantwortlich. Für Auswahl der Farben und dass alles so geklappt hat. Aha. Und sonst halt alle so mitgemacht, was wir dann auch gemacht haben. Weißt du, warum sich so wenig Erstsemester aus eurem Studiengang gemeldet haben, eigentlich so mitzuhelfen? Weil als die Listen verteilt worden sind, haben sich nicht so viele gemeldet. Kannst du dir das erklären? Das ist doch meistens das Problem bei den Leuten, die wollen alle Party machen, aber niemand will was dafür tun. Spaß haben ja und organisieren. Sind immer mit Arbeit verbunden. Ich schätze mal, deswegen haben die Leute keinen Bock dazu. Und du? Ja. Und ihr macht ja auch bei der Jura-Party mit. Warum habt ihr euch denn dafür gemeldet? Nein, auf dem ersten Wochenende Hast du eine Ahnung, warum sich nur so wenig Leute aus eurem Semester hier beteiligt haben? Also als die Listen verteilt worden sind, da war die Resonanz nicht sehr groß. Hast du eine Ahnung, warum? Ich denke, die meisten wollen nicht irgendeine Verantwortung übernehmen, sondern einfach nur Spaß haben. Party machen und nichts tun. Oder kann. Was hast du zu dieser Jura-Party beigetragen? Eigentlich gar nichts. und ohne eigentlich bitte? Das hat sich irgendwie ein bisschen blöd. Archiviert. Das hat sich einfach nicht so ergeben. Deswegen bist du ein bisschen Besitzer eines T-Shirts. Also du warst der Spaßmacher vom Ganzen, oder? Weil ich den Chef kenne, deswegen. So. Ja, und was ist mit den Leuten, die den Chef kennen, auch? Dein Kopf raucht. Ja, was hast du denn wirklich zu dieser Party beigetragen? Ich habe eigentlich nichts gemacht. Aber du bist heute allgemein der Filmer, oder was? Nee, weiß ich nicht. Ich mache heute an der Kasse witzig ein bisschen. Aha. Und ansonsten werde ich mit Bernhard den Sicherheitsdienst machen. Also hast du doch einiges zu dieser Party. Ja, ich habe aber nicht vorbereitet oder so. Ja. Also wie jetzt oder die anderen. Oh jo, ja. Ja,
Was hast du gemacht? Dein Job? Mein Job? Beschreib den mal. Also ich habe die Klos geputzt, Erzfach den Abwasch von 4 Wochen in der Fachschaft erledigt und habe darauf aufgepasst, dass immer jemand an der Tür gestanden hat und aufgepasst hat, dass kein Vollfall reinkommt. Jetzt mal ernsthaft. Ja, hast du irgendwas, du der Oberchef oder hast du ein bestimmtes Aufgabengebiet gehabt? Also ich weiß, es ist alles an mir vorbeigerauscht. Irgendwie sind alle ja immer sehr busy gewesen und ich wusste nie so richtig, was ich machen sollte. Also du hast aber den Eindruck gehabt... Dann hat irgendwann Muse mich mal zur Seite genommen und mir ein bisschen gesagt, was ich tun sollte. Dann hatte ich wenigstens eine grobe Idee, dafür bin ich ihm übrigens auch ganz dankbar. Also du fühlst dich selber auch ein bisschen übergangen irgendwie? Ja, ich fühle mich total übergangen und vor allen Dingen, ich habe jetzt den totalen Minderwertigkeitskomplex. Alle Leute sind dauernd an mir vorbeigezischt, hatten irgendwas zu tun, alle hängen dauernd am Telefon und wenn ich reinkam, irgendwie weiß ich auch nicht. Ja, du hast ihn und Action! Hallo Christian, ich mach hier bei der Party. Wie heiße ich? Ich bin Frank. Nein, ich? Ich, du bist Christian. Nein. Lawrence, ja, hallo Lawrence. Ja, okay. Lawrence, Bruder Lawrence. Ja. Hey, ich bin Frank und ich helfe hier an der Party mit. Was soll ich dir sonst noch Tolles erzählen? Hast du einen speziellen Aufgabenbereich gehabt, so irgendwie Management oder Werbung oder... Ich bin Mädchen für alles, eigentlich wollte ich gar nicht mitarbeiten, jedenfalls nicht in der Vorbereitung, weil ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren und irgendwie sollten das mal andere machen, aber... Naja, irgendwie was bin ich jetzt doch dabei. Du hast ja auch so mitbekommen, was abgelaufen ist in den letzten paar Wochen. Und ja, es war eine Menge Arbeit und man sollte den Leuten auch ein großes Dankeschön dafür aussprechen, dass sie das so toll organisieren. Das ist der Erste, der das mal sagt. Das ist echt, also... Ja, da hat er recht. Nee, doch, hast du echt recht, das stimmt. Ja, und was denkst du im Vergleich zur letzten Party? Die hast du ja auch wahrscheinlich mitbekommen, organisationsmäßig. Ich glaube, das läuft dieses Mal noch besser. Also die Vorbereitung war vielleicht nicht ganz so professionell, aber der heutige Abend wird bestimmt der beste, den wir in den letzten Jahren hier hatten. Weil ich habe den Eindruck, das ist ganz, ganz toll gemacht hier. Thomas hat ja auch seinen maßgeblichen Anteil dazu geleistet. Ja, jetzt reicht er einen Vogel. Stellt sein Licht ein bisschen unter den Scheffel, aber er macht das schon ganz gut. Das, was ich bisher gemacht habe an der Party, weiß ich schon gar nicht mehr. Wir machen nur was hier. Wir sind so kräftig am Arbeiten. Guck dir Frank an, wir bauen hier alles auf und ab. Und die Mädels sind wieder am Nichtstun mehr hin. Blau. Nein, die Mädels sind ganz schwer dabei. Das heißt, ganz schwer dabei. Was hast du denn so im Vorfeld gemacht? Im Vorfeld haben wir diese Party organisiert. Ja, was du im Speziellen jetzt? Hast du irgendwie einen bestimmten Themenbereich gehabt?
Das hat sich auf die Klausur vorbereitet. Ich habe mich auf die Klausur vorbereitet. Ich habe mich um die Getränke gekümmert, dass euer blödes Blue Curaçao fast zu unserer Hemdfarbe da ist und all sowas. Ne? Und jetzt hoffe ich, dass diese Party gelingen wird, dass es ein schöner Abend wird und dass wir nachher alle. Dass wir nachher alle so besoffen sind. Also musst du morgen keine Klausur schreiben, so wie ich? Ich muss morgen keine Klausur schreiben, natürlich nicht. Wäre auch schön blöd, wenn ich morgen eine Klausur schreiben müsste. Scheiße. Weil wir wollen heute Party machen und trinken, Lawrence. Ich glaube, du bist der Einzige, der heute nichts trinken wird. So, und jetzt muss ich noch ein bisschen weiterarbeiten. Hallo Dirk. Ja, hallo. Ich bin der Dirk und ich habe nichts zu dieser Party beigetragen, bin aber trotzdem gespannt, was daraus wird. Hast du auch ein T-Shirt? Ich habe ein T-Shirt, ja. Ich habe auch einen, ich habe auch nicht zu dieser Party beigetragen und laufen mit der Kamera. Echt. Während die ganzen Drogen da unten arbeiten. Ne? Da sitzen wir hier und dann nehmen wir. Jo, echt. Aber ich try gehabt. Da ist der Guru. So, ne? Mein Coldfire macht noch was anderes außer Film. Mensch, Bernhard. Du hier. Oh, das hier ist unsere Fachschaft. Auch noch gar nicht richtig drauf. Hi. Hi. Also ich stehe mit Katrin von 11 bis 1 an der Red Bull Bar und ich hoffe doch alle, dass ihr zahlreich erscheinen werdet und überall hinfliegt, blub blub, flying horses, wie sagt man noch? Kuh! Sieht ja schon ganz gut aus hier. Weiter geht's zum DJ. Wieso fließt das Bier noch nicht, Bernhard? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man kein Bier fließt? Ja, so sind wir gern aufgebaut, ne? Ganz gut aus. Eigentlich, dass wir Leute von RR genommen haben. Ja, lecker, so eine Brezel, ne? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Also bis jetzt mal abwarten, was du wirst nachher, ne? Na gut. Also bisher beim Aufbau und so war eigentlich ganz geil. Stimmt schon. Nochmal für unseren Sponsor, ne? Ich muss leider gerade mal eben weg. Mir geht's gut. Was ist, Bernhard? Können wir los? Gewitter ist nicht gegangen gerade. Leitwarte. Leitwarte? Ja. 5972. Wo sind denn die Kapselins, Leute? Hier. Wer hat Kapselins? Ich hab Kapselins. Ja, ich hab Kapselins. Super. Welcher Kapselinsformer? Also, zum Ding. Egal, beide. Kommt ihr hier hin und dann reiße ich euch den Aufkleber ab und ihr kriegt eure Bonks in die Hand. Hey, Iris! Ohne Aufkleber gibt es keine Bonks. Passt auf euren Aufkleber auf. Ja, tut mir leid. Yes, sie! Ich weiß, irgendjemand erzählt das gut mit. Einer ist für dich?
bei den anderen die Musikern hoch, die Leute und den Rest ziehen wir wieder runter. Wir müssen vor drei durchstanden. Und dann auch die Wahl, stellt sich bitte da vorne irgendwo hin. Schneller, Coup! Also, ja. Kurz unser erster Gast. Super! Wow, super! Und direkt zum Bierstand, jawohl! Ja, das war's ja. Mal drei Dosen als Bullen, sie glauben mir. Ich habe das blöde Gefühl, heute Abend kriegt sie keinen einzigen Trick. Ja, macht das Spaß, Thomas? Du kannst gleich mal die Fachschaft hier und die neue Kassette holen, dann müssen wir nämlich hoch. Wird nicht lange dauern. Da vorne ist Thomas, der alles im Griff hat. Ja.
Und da vorne ist Daniel Ramirez, der Killer. Er hat gerade schon zwei Leute umgenietet, beziehungsweise rausgeworfen. Wir haben jetzt knapp 11 Uhr, es ist schon ziemlich voll, aber es tanzt im Moment noch keiner. Der Bierkonsum lässt auch zu wünschen übrig. Und ich werde mich jetzt mal nach oben begeben, auf die Balustrade und mal die Lage checken. Natürlich. Ja, klar. Hallo, jetzt bin ich Lawrence.